Helena Elisabeth Tindall heißt die zweite Tochter von Queen-Enkelin Sarah Phillips und Mike Tindall, die am 18. Juni das Licht der Welt erblickt hatte. Der Name gefiel ihnen einfach, erklärte ein Sprecher des Paares die Entscheidung. Wie schon bei ihrer erstgeborenen Mia Grace haben sich die Tochter von Prinzessin Anna und ihr Ehemann bei der Namenssuche wieder schlichtweg auf ihren Geschmack verlassen. Über den zweiten Namen, Elisabeth, freut sich die Urgroßmutter der Kleinen, Queen Elisabeth, sicher besonders. Sarah Tindall und die Königin stehen sich sehr nahe, die 37-Jährige gilt sogar als die Lieblingsenkelin der Monarchin. Der Mittelname ihrer Tochter ist daher offensichtlich eine liebevolle Hommage. Doch der Clou ihrer Namenswahl liegt in der Aussprache. So klärte Vater Mike Tindall die Welt einige Tage nach der Geburt auf, wie seine zweite Tochter tatsächlich heißt. Sie wird Lina ausgesprochen, verriet er auf Twitter. Der 39-Jährige erzählte auch, warum sich die frisch gebackenen Eltern ganze 9 Tage Zeit gelassen hatten, um den Namen zu verkünden. Wir hatten einfach noch keine Namen, sagte er laut britischen Medien und fügte hinzu, wir haben uns eine Liste mit Namen gemacht, die wir mochten, deswegen hat es einfach ein wenig gedauert, einen zu finden, auf den wir uns einigen konnten und den wir beide mochten. Ein Prozess, der vielen werdenden oder frisch gebackenen Eltern sicher nur allzu vertraut ist. Lena Elisabeth wird wie ihre Schwester Mia Grace und ihre Eltern keinen königlichen Titel tragen. Die Queen hatte ihrer Tochter Prinzessin Anne angeboten, ihrem Nachwuchs royale Titel zu verleihen, doch sie lehnte das ab, um ihrer Familie ein normaleres Leben zu ermöglichen. Eine Entscheidung, die ihre Kinder mittragen.